Dialog ist ein Wort, das ich eigentlich gerne aus dem politischen Diskurs fast schon bannen würde. Wirklich? Dialog haben wir lange probiert. Wo sind die Resultate von Dialog? 20 Jahre Dialog, Menschenrechtsdialoge mit der VR China. Und Menschenrechte sind nur immer schlechter geworden, nicht besser geworden. Irgendwann wird Dialog auch zu einem Motiv, mit dem wir alle natürlich, es ist ein schönes Motiv, gerne einstimmen. Aber es kann auch zu einer Art Nebel werden, nicht? Hinter dem man einfach weitermacht wie zuvor. Aber dieses Weitermachen ist natürlich auch, war auch eine Idee, dieser Wandel durch Handel. Also nicht nur Dialog, sondern auch Geschäfte machen weiterhin. Absolut. Sich erhoffen, da so das System auch zu reformieren. Hat bislang nicht funktioniert, würde ich sagen. Nicht? Es gibt das zynische Wort, dass Europa sich gewandelt hat, nicht China. Durch den Handel mit China. Den Handel, weil man nachlässiger wurde. Und das, glaube ich, ist gar nicht so weit weg. Wir sind daran, liberale Demokratie selber zu hinterfragen.